Essen vielleicht? Nee, du musst arbeiten, ne? Du vielleicht auch nicht. Gut, dann gehen wir hoch. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Oder was hier? Nix. Ach. Ich gehe hoch. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Na gut. Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Ach, diese Freundlichkeit. Hm, ja, vielleicht. Nee. Nein, nein, die Arbeit ist nicht jetzt vertrocknet. Was zur Hölle? Ah, du bist's. Nein, behalt die. Wer weiß, wo die Fresse schon überall gewesen ist. So sieht's nämlich aus. Verpisst euch. Allein soweit ich das sehen kann. Nee, die will ja nicht mehr mit uns reden. Du vielleicht nochmal? Was läuft in der großen Welt? Ja, nicht viel. Johnny! Da. Ja, was denn? Was ist los? Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Stroke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Das sind wir doch immer. Gott, wie daran kann mich gar nicht dran erinnern. Hasse. Ich hasse. So wirklich. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Na komm, dann setzen wir uns mal. Rogue, welch nette Überraschung, dich hier zu sehen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war? Ups. Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Dann Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Komm. Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer, du kommst mit. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hm, hatte ich mir gedacht. Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mal ihre Mütter sie wiedererkennen. Schöne Waffe, aber ich darf damit leider nicht. Ich darf nicht. Hast ja echt einen großen Fenster. Darf nicht, ich darf nicht.
tot, Konzernratte! So. Ich darf ja nicht, Eigentlich nicht, nur, also da, wo es geht. Nur da, wo es geht. Alter, sind das viele. Ich hab auch ein bisschen. Ein Heli? Im Ernst? Den hast du diesmal angepisst, Johnny. Oh. Nicht schießen! Halt sie auf! Okay. Ich muss also die Waffe benutzen. Sonst komme ich da nicht durch. Ah, schade, schade, schade. Er hätte das sein können. Habt ihr echt einen großen Fanclub? Einheit! Weiter so! Ja, Kopfschüsse. Ja. Na los! Mit dem Ding sind Kopfschüsse zu machen. Ein Heli? Im Ernst? Den hast du diesmal angepisst, Johnny? Verrecken! Auf Deckung! Hey, lass mir auch noch was übrig. Ich muss zugeben, ich hab das vermisst. Wo lang? Da lang. Siehst du, sie hat's vermisst. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wir hauen ab. Du willst spielen? Mit mir? Na los. Neutralisiert die Ja! Zeig's ihnen! Mann, bin fertig! Dann sagen wir mal, funktionieren. Neutralisieren! Gerade nach! Wir erleiden Schmerzen! Fahrstuhl, sofort! Wir müssen hier weg, und zwar schnell! Machen wir. Du kriegst Zähne! Machen wir aufzurufen. Muss ich es aufheben? Nö. Schade. Fahrstuhl, schnell! Tut mir nicht mal rein. Leid. Dauert das noch länger? Haben einen Haufen Unten Ärger. Werden noch mehr sein. Darauf werde ich. Das denke ich mal auch. Ein bisschen ducken. Er gehört mir! Parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Ja! Zeig's ihm! Wir haben schwere Verluste! Verrecke! Hey, die Fresse. Er hat kein Recht zu leben. Was ist denn das? Runter! Lass mir auch noch was übrig! Das Katana, ich hätte es gerne. Ich würde es gerne aufheben. Sehr gut! Weiter so! Mein Porsche! Okay, mich nicht umfallen. Mich nicht umfallen, bitte. Schneller! Wir sind direkt hinter dir! Hier, der kann lenken, ne? Plötzlich. Aber jedenfalls in der Kurve. Wir haben jemanden am Arsch! Arasaka, Evi! Die dürfen uns nicht erwischen! So übel. Nix wahrscheinlich. Man
Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Ja, immer. Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ja, wir haben sie einfach kaputt gemacht. Dann unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Ja, da bin ich mal gespannt. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporterteam ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Na dann los. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Nein. Thompson. Kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Ich will meine Beine mal verstärken. Kein Freund. Wir müssen den Mainframe finden. Ja, ja. Runter! Und jetzt konzentrieren. Bereit oder nicht? Ja, ich komme hin! Vorwärts! Weiter! Einheit am Fuß! Zwei mit einer Klappe. Richtig gut! Ja! Da kommt der denn her, ey. Muss ich hin. Gib mir Deckung. Beenden wir das. Achtung, da kommen vier auf uns zu. Kommen auf uns zu. Ja. Macht euch bereit. Einheit voll. Hey, lass mir auch noch was. In die Hölle. Nix da. In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Woher kann denn das überhaupt? Braucht der Verstärkung hier. Hallo, an die Arbeit. Oh. Machst du jetzt endlich mal auf! Ja, ich pass ja auf. So ein bisschen heilen. Lade nach! Brauche Deckung! Hier könnt ihr auch mal ein bisschen schießen. Zeit daneben. Granate! Sehr gut! Weiter so! Dieses Rumgefuchtel, ne? Geschützt am Gesicht. Deckung! Glück gehabt. Na gut, ich hätte auch drum rumgehen können. Noch jemand? Nein. Aber nein, natürlich nicht. Mit mir? Na los!
Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand eine zündende Idee? Na klar, wir gehen einfach rein. Lass mich mal. Wir sind noch stark. Ach, du Scheißteil! Woher hat das alles? Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, drei, warum wir ihn dabei 2, haben. 1. Das ist doch verdächtig, dass der das alles hat. Zurücktreten. Wie kriegst du mit zurücktreten? Der Typ ist ein verdammter Psycho! Wenn wir mit denen fertig sind, dann nicht mal ihre Mutter wieder. Auf ihn! Ganz gut. Du bist ja doch über mich getroffen. Vorrücken! Da! Ist hier noch jemand? Was ist der tatsächlich? Okay, Kira. Ich muss nachladen, halt sie auf! Konzentriert das Feuer, verdammt! Ja. Lass mir auch noch was übrig! Ha. Hat er jetzt davon? Kommt zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Halt! Komm schon, tu das nicht! Na, ich glaube, wir haben sie von. Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins. Nur zwei. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ich habe nicht geschlagen. Ändert nichts! Sie ist. Also, raus damit, bevor du platzt. Wow. Scharf auf den Titel Wichslappen des Jahres? Von was zur Hölle laberst du da? Ist egal. Hast aber in Sachen Alter einiges verschwiegen. Ach ja? Wie sieht's aus? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass ihr ein Paar wart? Dass sie Soulkiller geschrieben hat? Dass sie tot ist? Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen, als Geist? Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Netz. Lang? Ich kann hier nicht springen, schade. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Und? Warum? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka-Tower. Die Voodoo-Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Vielleicht. Einen Moment. Und? Hat's geklappt?
Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Oh, nicht noch weiter. Jenseits gibt es keine Grenzen. Oh, da kommt die Blackboard. So ein bisschen wie in der Matrix. Jenseits der Blackboard. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Warum denn ich? Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Alle. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Wir sind schon auf der anderen Seite. Also, ich dachte, ich hätte es schon gemacht. Alt? Na, hallo. Alt. Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Jarvis, Yapataki Network Lab. Was zum Teufel ist hier los? Sie haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Netwatch. Was? Johnny. Hier erreicht Netwatch mich nicht. Du bist es wirklich? Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus, der Voodoos mit seinem eigenen Tracker setzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engram-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka-Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Hm. Alt, das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Hm. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Was ist das? Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engram wieder in dein Körper ein.
Klingt. Okay, also haben wir einen nicht Plan. Riskant. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Okay. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das Localnet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. John. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein. Das ist nicht möglich. Das ist sehr, sehr eindeutig. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist. Wir müssen los. Alle frittiert. Grummelbacke ist ja noch übrig. Haben die noch ein paar schöne Sachen für mich? Die haben noch ein paar schöne Sachen für mich wenigstens. Es tut mir leid. Dass es so endet, das wollte ich auch nicht. Wirklich nicht. Das war nicht gewollt. Ja, komm hier rein. Nee, da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Alle frittiert. Speichern? Ja. Gut. Puh, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.